Guten Tag. Mein Name ist Andreas Gens, ich komme von der DPA Picture Lines. Wir sitzen im Bahnhof. Wenn Sie Lust haben, mal das historische Erbe einer Nachrichtenagentur zu sehen, die dieses Jahr 70 Jahre geworden ist, besuchen Sie uns gerne direkt am Bahnhof. Wir haben noch 15 bis 20 Millionen Negative, die noch digitalisiert werden müssen. Sie sind alle herzlich eingeladen. Wir haben ein paar Scanner. Aktuell kaufen wir auch noch ein paar. Wir haben so ein bisschen was vor uns. Das wird noch einigermaßen schwierig, weil das Material nicht besser wird. Was Sie jetzt sehen, sind ein paar Fotos, die auch ganz bewusst bitte nicht abfotografiert werden, weil ich zeige Ihnen ein paar Beispiele bei der Fotovermarktung. Ich bin seit über 20 Jahren im Bildgeschäft. Ich verkaufe. Ich verkaufe auch Sachen, wenn Sie ein bisschen unsicher sind und muss dann entscheiden, welch viel Risiko gehe ich ein mit dem einen oder anderen Foto. Sie sehen ein paar Beispiele, die nicht das erweiterte Licht der Öffentlichkeit sehen sollten, weil sie nie veröffentlicht worden sind. Wir werden nachher wissen, warum ich das sage, weil wir ein sehr schönes Beispiel haben. Die DPA kennen Sie alle. Ich sage ganz explizit, ich bin kein Jurist, ich bin Kaufmann. Das heißt, Cash rules everything around me. Das macht mein Leben sehr einfach, weil ich habe einen Justiziar, der mir immer sagt, wie weit ich mich aus dem Fenster lehnen darf. Und manchmal gehe ich trotzdem weiter, als ich sollte. Aber Geld ist für uns ganz wichtig. Ich agiere dabei nach zwei Leitlinien. Erstens, ich rede mit den Menschen, die unsere Fotos kaufen wollen und bilde mir eine Meinung, was die wirklich damit machen wollen. Und ich verlasse mich auf mein gesundes Bauchgefühl, weil in den allermeisten Fällen, das sage ich auch meinen Kollegen, mit denen ich arbeite, in den allermeisten Fällen siehst du etwas, du kriegst einen Vorschlag und weißt sofort, geht das oder geht das nicht. Und da muss man auch nicht den Geschäftsführer fragen, ob das geht, weil meistens weiß jeder Mensch sofort, das geht nicht oder es geht dann eben doch. Ich bin damit jetzt die letzten 20 Jahre ganz gut gefahren. Ich bin noch nie so richtig auf die Nase gefallen. Das Allerwichtigste ist heutzutage, und das wird ein immer größeres Problem, Google Images sieht alles, weiß alles und wird jedes Bild finden. Das heißt, all das, was Sie an Leichen im Keller haben, die kommen jetzt alle langsam hoch. Und ich kann Ihnen sagen, also wir arbeiten mit ganz vielen internationalen Agenturen, wir alle haben riesige Probleme, weil jetzt auf einmal Leute kommen, die sich 50 Jahre lang nicht gemeldet haben, weil sie es nicht wussten, jetzt auf einmal fangen die an, oftmals auch im hohen Alter, zu recherchieren und dank Google Images finden die alles, was wir in den letzten Jahrzehnten falsch gemacht haben, wo man auch mal dachte, ach, das merkt eh keiner, das kommt alles raus. Und das sind ganz schöne Leistungen, die wir zurzeit vollbringen müssen, um irgendwie das auch in einer wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise zu gestalten. Aber es kommt raus und deshalb sind auch da die zwei Leitlinien, die, nach denen wir handeln. Bereiten Sie sich darauf vor, dass das kommt und stellen Sie sicher, dass Sie ein bisschen Geld an der Seite haben, weil da kommen Menschen, die denken, dass sie mit den Materialien Millionen verdient haben. Und das ist halt nicht schön. Also wir agieren da maximal transparent, aber wenn dann halt ein Künstler, Fotograf, wer auch immer feststellt, dass mit diesem Foto, an dem sein Herz so hängt, in irgendeinem Ostblockland 1,87 Euro verdient worden ist, dann fällt er vom Glauben ab, weil er natürlich denkt, damit wurden 5.000 Euro oder noch mehr verdient und dass teilweise Inhalte im Internet fast nichts mehr wert sind, wissen Sie alle, das wissen wir auch, aber das ist dann halt auch schwer zu verkraften und dann fängt das an, dass Leute denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die verramschen mein Zeug. Das heißt, da sind wir oftmals großzügiger, damit auch das Bauchgefühl und die Psyche und das Wohlergehen der Menschen dann dort nicht leidet. So, wenn wir mal, wo muss ich draufdrücken? Hier. So, das Bild ist schon ein bisschen älter, 2003, und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir machen das mal so ein bisschen interaktiv, vielleicht ruft mir der eine oder andere mal zu, stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Büro, da ruft jemand an und sagt, ich möchte dieses Foto kaufen, Herr Gens, was machen Sie dann? Hat irgendwann eine Idee? Weil diese Persönlichkeitsrechte konnten wir natürlich nicht klären, das gebe ich mal so als kleinen Hinweis. Hat irgendjemand eine Idee, was man da machen kann? Ja, das ist eine reale Briefmarke aus Bosnien-Herzegowina. Der linke Teil, der Papst in real, das ist ein reales Foto. Ich habe keine Ahnung, wo der rechte Teil herkommt, da habe ich mich nicht drum gekümmert. Und das Ganze wurde uns von der dortigen Post angeboten, so soll die Marke aussehen, könnt ihr uns die Rechte für den Papst besorgen. Da habe ich natürlich erstmal geschluckt und gesagt, das wird einigermaßen schwierig, aber die Nummer vom Vatikan, die googelst du mal schnell. Dann habe ich darüber nachgedacht und wir haben es relativ einfach vom Eis bekommen. Die Post, also das Ministerium, die Marke beauftragt hat, hat einfach bei der katholischen Kirche in Bosnien-Herzegowina angerufen. Die haben das bilateral geklärt. Das war eine Sache von einer halben Stunde, zwei E-Mails und das Ding war vom Eis. Das hätte ich nie gedacht. Aber eine ganz pragmatische, einfache Lösung.
hier genau das Gleiche. Also das Foto ist aufgenommen in den 90er Jahren beim Roskilde Musikfestival in Dänemark, das kennen Sie wahrscheinlich alle. Also da sind ganz, ganz viele Rechte jetzt, die eigentlich geklärt werden müssten. Das war der Optikerkette am Ende des Tages, die das Bild für eine einseitige Anzeige in einem Magazin nutzen wollte, dann auch viel zu kompliziert. Wir haben es da auch relativ pragmatisch über den Bildausschnitt, wo wir versucht haben, möglichst wenig Markenrechte etc. Zu klären. Und auch tatsächlich, das Risiko ist jetzt nur noch der junge Mann in der Mitte. Und dafür haben die dann einen Puffer gebildet. Also wenn der wirklich kommt, dann werden wir dem eine kleine Summe anbieten. Es ist nichts passiert. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Sie alle kennen wahrscheinlich die englische Bank HSBC. Dieses Bild wurde für eine Kampagne über mehrere Jahre benutzt. Es liegt bei diesem Bild keinerlei Rechteklärung vor. Das ist eine Situation, wenn ich es richtig erinnere, Brasilien im Park, etwas ältere Herrschaften, die sich freuen. Der Fotograf hat das als Knipsbild einfach mal so aufgenommen. Es lag bei uns im Archiv. Dann gab es die Anfrage für eine Kampagne, Gesamt-Lateinamerika. Also wir reden hier über einen Kostenrahmen von einem mindestens sechsstelligen Betrag, für das wir das Bild verkauft haben, ohne dass die Rechte geklärt worden sind. So, das kann ich ja auch nicht mehr, weil wenn das Bild 5 Jahre alt ist, wie soll ich denn diese Herrschaften in diesem Park wiederfinden? Nahezu unmöglich, auch wenn es dafür Firmen gäbe, die das mit hohem Aufwand betreiben könnten. Was haben wir gemacht? Wir haben mit der Werbeagentur und dem Kunden geredet und gesagt, passt mal auf, wir verzichten auf 50% unseres Honorares und ihr stellt das als Puffer zur Seite, falls jemand von denen kommt. Bis heute ist nichts passiert. Also deshalb vielleicht, wenn einer von Ihnen jemanden kennt, dann reden wir nochmal hinterher. Dieses Foto ist das Besagte, was Sie jetzt nie gesehen haben. Da wollte also eine Zeitung, hat auch das Licht der Welt nicht erblickt, dieses Motiv, aber das andere mit dem Obama und dem Sarkozy. Also wenn Sie sich das nochmal vor Augen führen, das Bild, also Sie sitzen wieder im Büro, Sie kriegen das als Vorschlag einer Werbeagentur. Das Foto, was Sie gesehen haben, existiert real so, wie Sie es gesehen haben. Das ist kein Fake. Obama hat natürlich, wir haben das dann hinterher aufklären können, Obama hat natürlich nicht irgendwie in Richtung dieser Frau geguckt und auf ihren Körper, sondern auf ein Stück Papier. Wir haben es verifiziert mit dem Pressofficer. Es lag ein Stück Papier auf dem Boden, was er im Blick hatte. Und Sarkozy hat darüber geschmunzelt, dass Obama offensichtlich dieses Stück Papier aufheben wollte. Das ist eine recht gute Antwort. Wir haben das nicht zugelassen, diese Anzeige, weil Sie können sich vorstellen, was passiert wäre, wenn diese Anzeige das Licht der Welt erblickt hätte. Wir hätten nie wieder einen Zugang gehabt, um das Weiße Haus im Weißen Haus fotografieren zu dürfen. Das wäre für eine Nachrichtenagentur nicht gut gewesen. Das Gleiche ist hier, Herr Obama hat natürlich Herrn Clooney die haben nie so dicht zusammengestanden, sind durch eine Tür gegangen. Das finden Werber aber total toll, haben sich das ausgedacht. Gott sei Dank ist es zu uns gekommen. Das ist nicht immer der Fall, sondern manchmal machen die auch einfach mal und veröffentlichen das dann. Auch das konnten wir erfolgreich verhindern. Da habe ich leider keinen Skribbel, aber ich erzähle Ihnen die Idee, die dahinter steckte, weil Sie ein bisschen mitkriegen aus der Praxis, was manchmal so passiert. Stellen Sie sich vor, ich meine, das ist eine der berühmtesten Ikonen zum Tiananmen-Massaker, die es gibt. Honda wollte diesen Mann austauschen und davor ein Honda stellen. Das hat sich eine griechische Werbeagentur ausgedacht. Wir haben das natürlich verhindert, aber das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Man muss mit Ikonen auch nochmal anders umgehen als mit Knipsfotos. Es gibt Dinge, die kann man zulassen, es gibt Dinge, die kann man nicht zulassen. Das haben wir nicht zugelassen. Das haben wir zugelassen, recht komplex. Da haben wir auch eine Firma eingeschaltet, die Rechte geklärt haben. Das Milieu-Viadukt in Frankreich. Für alle, die es nicht wissen, sie haben in Frankreich eine ganz andere Rechtslage als in Deutschland. Das ist ein bisschen komplizierter. Die achten die Fotografen ein bisschen mehr, als wir das tun. Und Sie haben mehrere Parteien, die involviert sind in so einem Fall. Sie sehen oben rechts, das ist die Anzeige, die Allianz geschaltet hat, mit dem Motiv, das ist so veröffentlicht worden. Wir mussten Herrn Sir Norman Foster mit 30.000 Euro ruhigstellen. Wir mussten den Fotografen mit einer fünfstelligen Summe befrieden. Und natürlich musste Allianz nochmal für die Nutzung des Motivs ordentlich in die Tasche greifen. Das geht, aber es ist natürlich also für Sie auch ein Hinweis, es geht, es gibt Firmen, die sich damit professionell beschäftigen, das alles dann zu organisieren, war ein Prozess, der insgesamt 9 Monate gedauert hat, weil natürlich nicht jeder sofort sagt, machen wir mal schnell. Passen Sie auf und machen Sie die Augen auf, was da draußen passiert. Dankeschön. Wenn Sie fragen,
Fragen haben, vielleicht direkt, weil das andere ist ein anderes Thema. Da ist eine Frage. Guten Tag, also vielen Dank zunächst für diesen unglaublich knalligen, realitätsnahen und bildkräftigen, im wahrsten Sinne des Wortes, Vortrag. Ich arbeite in einem Literaturarchiv mit vielen anonymen Fotos. Wir haben bisher sozusagen Glück, wir verwerten die bei Ausstellungen, Katalogen, wir geben die auch schon mal an die Presse weiter, in dem guten Glauben, dass wir keine Rechte verletzen. Was ist, wenn wir tatsächlich einen Fehler machen und ein Urheberrecht verletzen oder ein Persönlichkeitsrecht? In der Praxis, womit, mit welchen Konsequenzen hätte man als Institution zu kämpfen, wenn so ein Fehler passiert? Der Herr Frischmuth hat eben die beste Geste gemacht, die ich auch nur nachmachen kann. Es dreht sich mittlerweile nur noch alles ums Geld in der Frage. Also wenn das passiert und da kommt jemand, die wollen Geld verdienen. Es ist leider tatsächlich so, man ist manchmal wirklich erschrocken. Ich erzähle eine Geschichte, es gab in Madrid ein Konzert für Babys. Ein klassisches Konzert. Sie müssen sich das vorstellen, wie hier mit der Bühne, hier oben sitzen die Musiker, unten sitzen die Babys, die saßen in diesen Baby-Eimern und es wurde fotografiert. Da waren 20 Fotografen, haben es alles fotografiert. Und dann kriegen sie 3 Schreiben von Anwälten, wo die Eltern hinterher behaupten, obwohl es auf der Einladung stand, dass fotografiert wird und dass die Rechte abgetreten werden, die dann trotzdem vor Gericht ziehen wollen, um Millionen zu verdienen. Ich kann Ihr Thema total verstehen, dass Sie sagen, wie soll ich das denn checken, wir haben so viel Material, das geht uns allen ja so. Sie handeln nach bestem Treu und Glauben und deshalb sage ich, bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie mehr und mehr und mehr Fragen bekommen und die Leute wollen Geld, weil sie glauben, dass wir mit den Materialien Millionen verdienen. Und was ich in so einem Fall einfach mache, ich verschaffe den Menschen dann maximale Transparenz. Also das ist so, um zu sagen, ich habe das da und da verkauft und dann auch die Beträge, das ist, da mache ich mich fast schon vertragsbrüchig teilweise mit meinen Kunden, weil da hat ja natürlich auch ein Geschäftsgeheimnis existiert. Aber ich versuche in diesen Fällen einfach nur transparent zu sein, zu sagen, das ist das, was wir tun können. Alles andere wird unrealistisch. Und Sie haben ja schon, so wie Sie es jetzt schildern, Sie wissen, dass Sie in einem Risiko sind. Und da kann ich Sie nur ermutigen, bereiten Sie sich darauf vor, dass Sie in Zukunft, dass die Risiken größer werden und dass Sie mehr Geld einbauen. Weil Sie wollen ja nicht einfach aufhören, die Bilder zu veröffentlichen, oder? Hier vorne noch eine Frage. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Es geht im Urheberrecht in der Tat am Ende des Tages oft ums Geld. Ja, es ist gut, dass Sie diesen Aspekt unterstrichen haben. Die Frage an Sie als Praktiker, würden Sie trotz aller Schwierigkeiten sagen, es ist eigentlich ganz okay, so wie es geregelt ist? Oder hätten Sie eine Idee, was Sie ändern würden? Also als allererstes würde ich gerne mit dem Internet Geld verdienen und nicht die Telekommunikationsunternehmen das Geld machen überlassen, weil die verdienen sich dumm und dämlich, ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive, während wir fast nichts mehr bekommen für die Inhalte, die wir bereitstellen. Gleichzeitig verstehe ich, dass es ein kulturelles Erbe gibt. Wir haben auch eins im Keller, wie gesagt. Plus, also ich möchte auch, dass Menschen mit Inhalten kreativ umgehen. Aber wenn es jemanden gibt, der damit Geld verdient, dann möchte ich, dass die Menschen, die die Inhalte produzieren, auch davon leben können. Das Problem ist, dass es in dieser Teilöffentlichkeit der Menschen, die teilweise abgebildet sind oder sowas, eine Wunschvorstellung gibt, die nicht existiert. Und ich finde es halt schwierig, dass Menschen glauben, also Ihr Beispiel, Sie haben Lichtbilder, Sie alle haben Dinge in Ihren Archiven, die es wert wären, dass sie veröffentlicht werden, weil sie zu unserer kulturellen Identität gehören und manchmal kann man die Dinge nicht klären. Ich würde mir wünschen, dass es da mehr Spielraum gibt, ohne dass sofort jemand kommt und versucht da, also gerade auch aus Ihrer Perspektive, ich bin ganz klar geldorientiert. Wir verdienen Geld, für uns läuft das, auch wenn wir im Internet Schwierigkeiten haben, aber insgesamt ist es kostendeckend. Aber in Ihren Institutionen, wenn jetzt da einer kommt und Sie versucht zu verklagen und man ein Projekt hat, wo wirklich man sagt, das ist kulturell ein wichtiges Thema, dann muss es Freiheiten geben. Aber das genau abzugrenzen, also ich meine, Sie haben teilweise auch Sponsoren, wo man immer genau abwägen muss, sozusagen, so ist das jetzt kostendeckend oder wird damit richtig Geld verdient. Am Ende des Tages, irgendwann hat jemand mal dieses Bild gemacht und das ist dann auch wieder die Frage, die vorhin aufkam, ist das ein privater Schnappschuss? Ist das ein professionelles Bild, diese Knips-Diskussion, die wir vorhin hatten? Ich finde insofern ganz spannend, weil so auch unsere professionellen Fotografen machen ganz viel Knipserei.
ja, weil das auch etwas damit zu tun hat, dass wir mit diesen mobilen Endgeräten, wir können gar nicht mehr, wir verlernen langsam zu fotografieren, also aus unserer Sicht. Weil dieses Ding ist, ich weiß nicht, für die, die Kinder haben, ich weiß nicht, wie viele Fotos ich hier drauf habe und einfach mal eben so schnelle Schnappschüsse mache. Wenn ich jetzt die Diskussion von vorhin verfolgt habe, wenn wir jetzt sagen, das ist alles Gemeingut, die Bilder von meinen Kindern und so weiter und so fort, weiß ich noch nicht. Das Ding ist, ich weiß, Sie haben das nicht so gemeint. Ich würde mir ein bisschen mehr Freiheit wünschen, ein bisschen mehr Bewusstsein vor allen Dingen für das, was wir da tun. Ja, erstmal vielen Dank. Wie ist es zu erklären, dass die Anerkennung in Frankreich für das Fotografieren, für die Kunst des Fotografierens, ich halte auch sehr viel von exzellenten Schnappschüssen, ich mache selbst welche, toi, toi, toi. Wie ist es zu erklären, dass da das Image besser ist? Und dann wüsste ich gerne, welches sind denn die Grundlagen für diese horrenden Beträge, die Sie erwähnt haben? Sind das so Schätzwerte oder gibt es da Vergleichswerte, Stichwort USA und so weiter? Also Stichwort Frankreich, also es gibt einfach in Europa verschiedene Märkte, wenn Sie das so nennen wollen, und verschiedenes Bewusstsein. Also Sie haben in Deutschland, der Stern war das letzte große Aushängeschild, was viel Fotoreportage veröffentlicht hat. In Frankreich gibt es noch Magazine, die sehr viel mehr diese Art der Fotografie und diese Strecken veröffentlichen. Bei uns ist das nicht mehr so, weil sich bei uns das Publikum schneller verändert hat, als es in Frankreich der Fall ist. Es hat eine kulturelle Dimension. Plus, es gab immer schon, der Markt war viel, viel hochpreisiger, als das in Deutschland der Fall war. Da merken die langsam auch, dass die Zeiten sich ändern, aber Sie sehen das zum Beispiel auch in der Schweiz, auch aufgrund des insgesamt der finanziellen Ausstattung des Schweizer Medienmarktes ist das auch, sind die Honorare auch höher, aber schlussendlich würde ich behaupten, ich gucke mal Karin Tiet an, in Frankreich gibt es ein anderes Verständnis für Fotografie einfach und hier ist es ein Massenprodukt auch geworden. Also ich habe vor vielen Jahren mal, sagte mir ein französischer Bildredakteur, es ist schon erstaunlich, ihr Deutschen seid als Erster auf die Idee gekommen, das Format Thumbnail, also Fingernagel, das Format einzuführen. Also es gibt auch in unserer Branche so Preishinweise, wie teuer Bilder sein sollten und dieses Kleinstformat. Ich weiß nicht, Sie wissen alle vielleicht noch die Zeit, als der Fokus auf den Markt kam. Die waren ja die Ersten, die mit sehr, sehr vielen kleinteiligen Fotos gearbeitet haben. Und die haben natürlich gesagt, wir bezahlen doch nicht das Format eine Viertelseite. Bei uns in der Branche werden die Preise nach den Formatgrößen berechnet. Sondern haben dann angefangen, Preise zu diskutieren. Und da haben wir halt in den letzten Jahren einen massiven Preisverfall erlebt. Das schwappt erst in den letzten 5 Jahren langsam auf Frankreich über. Und von Kaufleuten. Also wir versuchen die Anwälte so lange wie möglich rauszuhalten, dann wird es billiger. Aber die zweite Frage, da war noch ein zweiter Teil in Ihrer Frage, ne? Die Basis natürlich, also einerseits haben wir eine Historie, was Bildrechte betrifft, aus Amerika, weil da werden immer horrende Summen gefordert, aber ganz prinzipiell in den letzten Jahren auch, also mehr und mehr Menschen fühlen sich bemüßigt, ihre Persönlichkeitsrechte zu erstreiten und zu verteidigen. Und in der Konsequenz, das ist ja jetzt mittlerweile eine permanente Güterabwägung. Was steht? Öffentliches Interesse. Also ich erzähle Ihnen einen Fall. Stellen Sie sich vor, Sie haben Oktoberfest in München. Eine junge Frau kellnert da, ist Studentin, trägt Bierkrüge in der Gegend rum. Dieses Bild wird dann in einem Medium benutzt, um über den steigenden Alkoholkonsum bei Jugendlichen zu berichten. Die junge Frau fühlte sich dann in ihren Persönlichkeitsrechten, weil das Bild nicht direkt im Zusammenhang mit dem Oktoberfest benutzt wurde, sondern um über ein generelles gesellschaftliches Phänomen zu berichten. Fühlte sich in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt, wollte uns verklagen in einem 6-stelligen Bereich, weil sie sich nachhaltig in der Entwicklung ihrer Karriere gestört sah. Unser Anwalt kam dann Gott sei Dank auf die Idee, mal ihren Facebook-Account zu checken und stellte fest, dass diese Bilder, die da sind, ihre Karriere wahrscheinlich viel abtrünniger sind als die, die wir veröffentlicht haben. Aber so schlau muss man dann halt mal sein. Also es gibt die Erwartung der Menschen. Und da die Anwälte ihren Streitwert nach den Klagesummen berechnen, sind die natürlich immer bemüht, zu sagen, so, wir reden gleich hier über 500.000 oder dementsprechend ein paar hunderttausend. Das macht es für den Anwalt auch attraktiv. Bilder, bei denen man den urheberrechtlichen Status nicht ermitteln, beziehungsweise den Fotografen nicht ermitteln kann, werden die grundsätzlich immer lizenziert? Nee, geht ja manchmal gar nicht. Also ja. Das, was wir machen können, ist, wir weisen dann, also was unser Job ist, ist es, maximale Transparenz herzustellen. Also wenn wir so ein Fundstück hätten und verbreiten wollen würden, würden wir es auch so ranschreiben. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten mal eine Situation und haben sie auch in unseren Archiven, dass wir nicht mehr genau nachvollziehen können, wo das Bild herkommt. Und was man dann zum Beispiel schreibt im Englischen ist undated handout. Also wir wissen, wir haben das Bild irgendwann mal bezogen von einer öffentlichen Quelle, einem Unternehmen und schreiben dann möglichst viel ran, um unsere Kunden, Medienhäuser, Werbeagenturen etc. darauf hinzuweisen, dass hier eine unklare Rechtslage ist. Und das entspricht auch dem, was Sie gesagt haben. Also am Ende des Tages
schaffen Sie so viel Transparenz wie möglich, damit die Akteure, denen Sie begegnen, zumindest verstehen, dass Sie es versucht haben. Das hilft oftmals. Ich habe vielleicht einen letzten Fall. Ich hatte mal Fotos, die wir lizenziert haben, dann kam ein amerikanischer Anwalt, dann kam sofort das Phänomen, der wollte richtig viel Geld haben. Ich habe dem am Ende des Tages 2 Kisten Weißwein aus der Pfalz geschickt, weil seine Uhren aus der Pfalz kam. Das hat den Verhandlungspreis um 50% reduziert. Das ist dann der Pragmatismus, den Sie gestern, glaube ich, auch auf der Agenda hatten. Finden Sie wirklich pragmatische Lösungen und reden Sie mit den Leuten. Vielen Dank. Ich denke, wir müssen jetzt weiter. Dankeschön. Vielen Dank.